Zack, zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FIFA 17 Ultimate Team Rating Breakdowns. Das ist ein sehr, sehr langer Name, aber Gott sei Dank steht er nicht im Titel. Trotzdem wisst ihr ja bereits, worum es geht und deswegen gucken wir uns heute die Ratings 20 bis 11 von den Spielern in FIFA 16 Ultimate Team an. Das heißt, die besten, ja, die quasi 11 bis 20 besten Spieler. Das war irgendwie relativ, ja, logisch, aber was soll's. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung genauso wie gestern in die Kommentare. Ich habe in meinem Yes und meiner Yes-Aussage wieder ein bisschen für, naja, ich sag mal, Diskussionen gesorgt. Ich verstehe nicht, Leute, warum müsst ihr einen beleidigen? Warum müsst ihr mich als inkompetent, das ist nur ein Beispiel, bezeichnen, nur weil ich eine andere Meinung habe als ihr? Das ist totaler Schwachsinn, aber gut, wenn ihr irgendwie euch als anonyme Keks im Internet ausgeben müsst und irgendwie zeigen müsst, wie toll ihr seid von mir aus, ist ja auch egal. Wir reden heute über diese Spieler, die jetzt hier veröffentlicht wurden. Und da sind unter anderem dabei Sergio Kun Agüero, Paul Pogba und Mesut Özil. Übrigens, für alle, die es nicht wissen, Agüero wird nicht Agüero geschrieben. Der kommt aus Argentinien. In Argentinien spricht man Spanisch. Und im Spanischen bedeutet das Ü, dass man das U mitspricht. Weil normalerweise spricht man UE als E aus einfach nur. Man spricht das ja, U nicht mit. Aber wenn man Ü hat, dann spricht man es mit. Also nicht Agüero, wie es normal wäre, sondern Agüero. Und ja, das gleiche beispielsweise ist bei Pinguino. Ja, was für die Spanisch-Anfänger, hier ein bisschen was gelernt und wir wollen nicht länger drum schwafeln, sondern fangen an. Links in der Videobeschreibung wisst ihr Bescheid, ich muss hier mal tippen, damit ich überhaupt runterscrollen kann. Könnt ihr auf jeden Fall auch auschecken, aber schreibt mir vor allem eure Meinung in die Kommentare. Platz 20 ist Pepe, 88er Rating, na super, da haben wir doch direkt erstmal die erste Kontroverse. Ja, 88 Defending, 81 Physis, in meinen Augen ein hohes Rating. Hat mich wirklich überrascht, ich hätte Pepe bei 86 gesehen, aber nicht bei 88. Jedoch, wenn man seine Leistungen jetzt mal die letzten Jahre verfolgt hat, kann man das in gewisser Weise nachvollziehen. Denn, und ich weiß, dass viele ihn nicht mögen, weil sie sagen, er ist nur brutal und so weiter und so fort, aber seit ungefähr 4 Jahren oder sowas um den Dreh ist Pepe absolut zuverlässig in der Innenverteidigung. Kaum noch Fouls, kaum noch Karten und einfach sowas von schwer daran vorbeizukommen. Und auch bei der EM hat er das wieder bewiesen. Da war er mit der größte Grund, warum Portugal Europameister geworden ist. Neben Ronaldo, glaube ich, sogar der größte in meinen Augen. Okay, Eder ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, darf man nicht vergessen. Aber trotzdem, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend hat die EA gedacht, gut, die Leistung wollen wir würdigen und geben ihm 88. Dazu Champions League gewonnen, seit Jahren auf hohem Level. Okay. Ist ein bisschen umstritten, kann ich verstehen. Beispielsweise ist ein Piqué wahrscheinlich nicht in den Top-Ratings dabei. Aber ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, dass Pepe dieses Rating hat. Wie sieht es mit euch aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe auch gelesen, einige finden es nicht so cool, dass die Ratings allgemein so hoch sind. Verstehe ich nicht. Finde ich ehrlich gesagt richtig geil. Ich meine, ich lasse euch eure Meinung natürlich, weil ich bin für Meinungsfreiheit. Aber ich sehe es halt so, dass man dadurch mehr Spieler ziehen kann, gute Spieler ziehen kann und ja, allgemein, warum nicht viele hochbewertete Spieler? Dazu ist auch die Lücke zwischen Ronaldo, Messi und dem Rest der Welt so ein bisschen kleiner geworden. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, also weiß ich nicht. Und dazu halt diese Ratings beispielsweise beim Torwart, dass jetzt die Torhüter näher an 90 rankommen und so und die ja bei 87 aufhören und dann kommt 99, also in meinen Augen ganz gut. Neuer übrigens 92, haben wir ja schon gesehen. Naja, egal. Zweiter Spieler ist Gonzalo Higuain. Ja, der hat eine 88, 87 Shooting, sieht nice aus, 82 Dribbling, 80 Pace, 68 Passen ist auch in Ordnung. Forster Weakfoot, High Medium Walk Rate, was ideal ist für einen Stürmer. Keine Forster Skills wie früher mal, aber trotzdem eine absolut perverse Karte. Der wird alles zerstören, da bin ich mir relativ sicher. Muss man auch nicht mehr viel zu sagen, denn er war Top-Torschütze in der Serie A, hat absolut genial gespielt. Bei der Copa weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, aber ist halt ein super Stürmer. Von daher, warum nicht die 88, hat er sich verdient. Er gehört momentan vor allem in der Abschlussqualität zur absoluten Weltspitze. Paul Pogba, ihr seht schon etwas länger, der ehemalige Juve-Spieler, ist dann auf Platz 18 und das, was als erstes ins Auge fällt, ist natürlich 5-Star-Skills. Bei ja, dem Maestro im ehemaligen, naja, ich sag mal Juve-Mittelfeld, mittlerweile spielt er bei Man United, hat in seinen ersten Spielen oder in seinem ersten Spiel richtig überzeugt in meinen Augen und ich bin gespannt, was da noch so kommt. 87 Dribbling, 87 Physis, 80 Shooting, 83 Passen, 77 Pace, 72 Defending, 5-Star-Skills, 4-Star-Weakfoot, sieht einfach richtig krass aus. Er hat keine 89 oder 90 bekommen, das wäre auch zu früh gewesen und nicht gerechtfertigt, aber er hat eine gute WM gespielt, natürlich eine gute Champions-League-Saison, eine gute Saison allgemein, vor allem, von daher, warum nicht? Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, finde ich in Ordnung und sieht sehr, sehr stark aus. Vor allem halt geil, diese 5-Star-Skills. Auch da gibt es ehrlich gesagt keinen Stat, bei dem ich sagen würde, müsste anders aussehen. Vielleicht Shooting, aber das ist eine andere Geschichte. So, Antoine Griezmann. Ja, 86 Pace, 87 Dribbling, 85 Shooting, 4-Star Skill Moves, 87 Dribbling ist sein Keystat und 88er Overall finde ich auch sehr angemessen. Hat eine klasse Saison gespielt bei Atletico, vielleicht der beste Spieler bei denen gewesen. Hat eine super EM gespielt mit Frankreich, vielleicht der beste Spieler gewesen bei denen. Hat dazu noch eine gute Champions League Saison gespielt, vielleicht der beste Spieler.
Spieler gewesen. Ihr seht, das Ganze hat so ein bisschen Methode. Ja, von daher absolut nichts zu beanstanden. Das Tempo ist in Ordnung, der Schuss ist in Ordnung, das Dribbling ist in Ordnung, das Rating ist auch vollkommen in Ordnung. Und auch wenn er natürlich auf die Flügel ausweichen kann und kein klassischer Stürmer in dem Sinne ist, aber weil er beispielsweise im Kopfballspiel nicht ganz so stark ist wie ein Higuain oder ein Ibrahimovic, er kann köpfen, ausreichend genug und vor allem auch ausreichend, um das Rating zu bekommen. Von daher gar kein Thema. Übrigens ist es warm in diesem Raum, ja. Malta, heute ist wieder mega heiß und ich öle hier weg, als wenn es keinen Morgen gäbe. Das ist richtig schlimm, vor allem weil ich den Ventilator ja nicht anmachen kann, wenn ich aufnehme, damit ich keine Hintergrundgeräusche habe. Thiago Silva, 89er Rating, 74 Tempo, 73 Dribbling, 73 Passen, 90 Defenden, 79 Physis. Das heißt, wir haben hier 4 Stats mit 70. Ich bin ein bisschen überrascht, dass er 79 Physis hat, aber ist in Ordnung. Er ist halt nicht so das absolute Mega-Tier. Ich hätte aber auch 80 in Ordnung gefunden, ist aber jetzt nichts, was ich beanstanden würde. Tempo ist super, Dribbling ist super, passend ist genial, hat er sich auch verdient. Die Workrates sind ein bisschen scheiße, aber es stimmt halt irgendwo in meinen Augen auch ein bisschen. Thiago Silva ist ein etwas offensiverer Verteidiger, sieht man ja auch an den Passwerten beispielsweise. Auch Shooting ist sehr, sehr gut für den Verteidiger. Aber 90 Defending, wie willst du an dem vorbeikommen? Ist mega schwierig, aber die letzten Jahre immer einer der bestbewerteten Verteidiger. Letztes Jahr der Bestbewertete und dieses Jahr ist er wieder mit dabei. Nicht mehr der Allerbeste, aber auf jeden Fall noch sehr gut. Und von daher, was will man großartig dazu sagen? Auch da gibt es nichts zu beanstanden. Nachdem die Ratings allgemein angehoben wurden, ist auch die 89 für ihn in Ordnung. Und ja, mehr muss man, wie gesagt, dazu nicht sagen. Was mich überrascht ist, dass Basali nicht dabei war. Basali hat weder eine 87 noch eine 88, eine 89 anscheinend auch nicht. Also muss er eine 86 haben und nicht in den Top 50 sein. Eine 85 wäre zu wenig und eine 86, ich sehe ihn schon auf einem Level mit Basali. Ich sehe ihn eigentlich sogar eher auf einem Level mit Chiellini, weil der in meinen Augen der beste Verteidiger von den dreien ist. Aber das mag nur ich so sehen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dabei glaubt. So, kommen wir zur Nummer 15. Luka Modric, 89er Rating, 74 Tempo, 89 Dribbling, 86 Passen und 75 Shooting. Bei 86 Passen muss irgendwas mit reingespielt haben, wie Flanken oder Freischusspräzision, weil was seine Übersicht angeht, sein kurzes Passspiel, sein langes Passspiel, das ist überragend. Und ich bin absolut begeistert von dieser Karte. Er hat genau das Rating bekommen, was er verdient hat. War für mich letztes Jahr bei Real Madrid neben Ronaldo vielleicht, ja okay, neben BBC, der wichtigste Spieler, denn wenn Modric nicht gespielt hat, selbst wenn BBC gespielt haben, Real war lange nicht so stark wie mit Modric, weil der einfach alles macht, ja. Der ist defensiv präsent, 72 Defensive, sieht man daran auch so ein bisschen das gleiche wie Pogba. Offensiv ist er mega präsent, der spielt so viele Chancen raus und so weiter und so fort. Der ist einfach ein kleiner Zauberer, ja. Der ist auch so einer, der ein bisschen unterm Radar fliegt. Ja, der ist nicht so irgendwie der große, auch vom Charakter her, der ist eher so ein bisschen ruhiger, ein bisschen stillerer, aber eine absolute Granate. Sowas wie Xabi Alonso bei Bayern ist auch sehr unauffällig, beziehungsweise nicht unauffällig, aber halt sehr unscheinbar, sage ich mal, weil er nicht so polarisiert, aber ist ein genialer Spieler. Und genau das gleiche ist mit Modric, deswegen die 89 auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich bin gespannt, ob er es ins Team of the Year schafft. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie gesagt, ich glaube im Mittelfeld eher an Pogba, Vidal und Kroos oder Iniesta wieder. Übrigens hatte die natürlich recht, er hat eine gute WM gespielt, ne? Gar keine Frage, Iniesta. Aber für mich ist er halt nicht mehr so stark wie früher und deswegen ist ja auch egal. Über den haben wir gestern geredet und das, ja, ist im Endeffekt egal. 89 für Modric ist angebracht. Kommen wir zu 14. Sergio Ramos, 89, genau das gleiche Rating wie Thiago Silva. 87 Defending, 83 Füße, 70 Passen, 71 Dribbling und 78 Tempo, 63 Shooting. Das ist auf jeden Fall in Ordnung, weil ja, Sergio Ramos hat einfach einen guten Schuss. Der kann Freischüsse, der kann Longshots, der kann schießen, der kann im 16er abschließen, der kann köpfen, der kann alles. Von daher kann man das auf jeden Fall so machen. 87 Defending. Ist ein bisschen weniger als Silva, aber das stimmt auch. Er kommt mehr nochmal über sein Tempo und über seine physischen Werte und über seine Sprungkraft. High-Medium Workrates ist nicht so schön, aber das kann man jetzt auch nicht wirklich wegreden, weil Ramos ist immer irgendwie ein bisschen weiter vorne mit dabei. Von daher auf jeden Fall angemessen. Das Rating finde ich auch in Ordnung, nochmal ein Stückchen höher als Pepe. Das sehe ich dieses Jahr ehrlich gesagt gar nicht so. Ich sehe Ramos nicht mehr viel besser als Pepe. Pepe irgendwie ist wie so ein Wein, der je älter er wird, desto besser wird er. Aber kann man auf jeden Fall so lassen, ja, weil von den Fähigkeiten bzw. vom Potenzial her oder von dem, was sie allgemein können, auch wenn die Form nicht so stark ist, ist Ramos besser, glaube ich zumindest. 89 kann man also dementsprechend lassen auf einem Level mit Thiago Silva und ein bisschen unter Boateng, genauso wie ich es gesagt habe, muss man auch da nichts beanstanden. Thibaut Courtois, 89, letzte Saison für mich nicht so stark gewesen beim FC Chelsea, 84 Diving, 89 Reflex, 91 Handling, 86 Positioning, sieht aber alles in allem sehr, sehr gut aus. Man kann so sehen, ja, er hat auch diese Saison, wird er wieder bei Chelsea relativ gut sein. Sie sind nicht ins internationale Geschäft gekommen, aber alle waren schlecht und Hazard auch kein großes Downgrade bekommen. Bei der EM hat er eine einigermaßen gute Rolle gemacht und ja, Courtois ist ein Weltklasse. Klasse Keeper, gar keine Frage. Er ist für mich, wie gesagt, ein bisschen unter Buffon, De Gea und Jori. Vielleicht auf einem Level mit Jori vielleicht ein minimales bisschen darunter. Deswegen hat auch 88 für mich gereicht. Aber hey, 89 auch in Ordnung, gerade für den Karrieremodus noch mal kranker, weil Leute, der ist 24 Jahre alt, das ist unglaublich. Der und De Gea, das wird die Zukunft auf jeden Fall sein. 91 Ballsicherheit, genialer Keeper. Und auch da gibt es, wie gesagt, abgesehen von diesem einen Rating, das im Vergleich zu Buffon zu hoch ist, nichts zu beanstanden. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, bei dem habe ich was zu beanstanden. Und ich weiß, dass es Hate geben wird. Aber hört mich bitte an, bevor ihr dieses Video disliked oder irgendwelche scheiß Hate-Kommentare schreibt, die überhaupt keinen Sinn ergeben, ja? Willkommen zu Mesut Özil.
89. 86 Dribbling, 87 Passen. Ist in Ordnung, sehe ich genauso. Die Stats, die Stats sind in Ordnung, komplett. Habe ich absolut kein Problem mit. Der Overall ist das, was ich nicht verstehe. Es tut mir leid. Özil hat eine unglaubliche Hinrunde gespielt. Eine unglaubliche. Der war sowas von stark, der war drauf und dran, einen Assist-Rekord zu brechen. Der hat jedes Spiel einen Assist oder ein Tor gemacht. Der hat andauernd gescored, war mit der wichtigste Bestandteil Arsenals Mannschaft. In der Rückrunde hat er aber gar nicht mehr so viel gemacht. Wenn man sich seine Leistungsdaten anguckt, in der Rückrunde, der hatte ein Spiel, was er wegen der Verletzung ausgesetzt hat. Danach ging fast nichts mehr. Im Vergleich zur Vorrunde war das nichts mehr. Und dementsprechend finde ich es ein bisschen komisch, dass man ihm eine 89 ein Upgrade gibt. Also 88 wäre noch okay gewesen. Aber zwei Ratings höher als David Silva und noch ein Rating höher als De Bruyne, der in meinen Augen besser gespielt hat letzte Saison als Özil, weiß ich nicht. Dazu auch in der Nationalmannschaft. Für mich, schreibt es mal in die Kommentare, fandet ihr Özil in der Nationalmannschaft so gut? Ich persönlich nämlich nicht. Ich habe allgemein nichts gegen Özil. Ich bin kein großer Fan von ihm, muss ich da ganz ehrlich dazu sagen. Ich mochte den schon bei Bremen nicht sonderlich. Ich mochte ihn bei Real nicht sonderlich. Ich mochte ihn bei Arsenal noch nie. Also ich bin einfach, keine Ahnung, ich mag ihn nicht sonderlich gerne. Er ist ein genialer Fußballer, aber für mich nicht über einem, über einem David Silva und auch nicht über einem Kevin De Bruyne anzusiedeln und dann wiederum auch nicht über einem Iniesta. Also Özil ist so auf einem Level mit Iniesta. Iniesta ist eigentlich besser, wenn man mal so komplett alles betrachtet. Und hat auch mehr Wichtigkeit auch als Leader beispielsweise, sieht man ja in der spanischen Nationalmannschaft. Also ich habe das so ein bisschen nochmal ja, überdacht und 88 für Iniesta ist in Ordnung, ja, das habe ich auch heute in den Kommentaren gelesen, mich als inkompetent zu bezeichnen, weil ich halt am Anfang nicht gesagt habe, ist ein bisschen, naja, hatten wir ja, aber schlechter als Özil und Özil besser als Iniesta, nee, weiß ich nicht, auch besser als, oder genauso gut wie Modric, ich weiß es nicht, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, für mich persönlich ist es Murks, aber kann man jetzt auch nichts mehr gegen machen und es ist schön, weil damit haben wir noch einen deutschen Spieler, der extrem hoch bewertet ist und das ist gute Werbung für unser Land, kann man ja absolut nichts gegen sagen, ich bin nur gespannt, ob Özil das bestätigen kann, ich glaube es nämlich persönlich nicht. Aber vielleicht habt ihr ja ganz andere Auffassungen. Nur wie gesagt, bleibt sachlich, hört auf zu beleidigen und schreibt es wie erwachsene Menschen, auch wenn es teilweise schwerfällt. Gut, die Nummer 11 und letzte Spieler ist Sergio Kun Agüero. Da hat meine Stimme sich gerade ein bisschen verhaspelt. Ich glaube, Agüero hat letztes Jahr ein 88er-Rating gehabt, war aber wieder einmal der wichtigste Spieler bei Manchester City insgesamt. Ist ein unglaublicher Torjäger, der kann trotz seiner Größe, der ist nur 5'8", das sind glaube ich wie 1,74 oder sowas, der ist trotzdem kopfballstark, der ist unglaublich schnell, einen unglaublichen Abschluss aus allen möglichen Lagen, kann sich überall reindribbeln, weil er auch extrem gut am Ball ist. Dazu trotz seiner geringen Größe physisch extrem gut, kann sich in die Zweikämpfe reinwerfen und kann die auch dadurch gewinnen. Passspiel ist auch in Ordnung, macht viele Assists bzw. kann Vorlagen spielen und die Bälle auf die Außen rausgeben. Also absolut genialer Stürmer. Für mich ganz knapp hinter Luis Suarez und vielleicht auf einem Level mit Ibrahimovic, vielleicht ein bisschen hinter Ibrahimovic noch. Der beste, okay, und Lewandowski auf einem Level. Ja, Agüero und Lewandowski sind, glaube ich, auf einem Level, das kann man ganz gut so sagen. Ibra ungefähr da, vielleicht ein Stückchen höher und dann nochmal Suarez und marginal ein ganz, ganz kleines bisschen besser als Ibra. Das ist die Rangliste in meinen Augen momentan und von daher Agüero 89er Rating, 89 Dribbling, 89 Pace, 88 Shooting. Was willst du mehr? Sieht super aus, kann man absolut sich nicht drüber beschweren. Das war's von diesem Video, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Wie gesagt, bleibt sachlich in den Kommentaren, ich weiß, ihr kriegt das hin. Und wir sehen uns dann morgen wieder und zwar mit den Top 10 Spielern in Ultimate Team. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Football Stars gibt's diese Woche nicht, dann ist es ja Länderspielpause, aber eventuell berichte ich so ein bisschen was zu den Länderspielen. Glaubt mir, da kommt dann noch ein interessantes Video, könnt ihr euch drauf freuen. Und ich würde an dieser Stelle dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein und ciao.